Vor rund 2000 Jahren errichtete eine hochentwickelte Zivilisation die größte antike Metropole Amerikas. Eine Stadt mit prachtvollen Pyramiden. Wer waren ihre Erbauer? Und weshalb gaben sie die City der Superlative plötzlich auf? Die Spuren der unbekannten Bewohner verlieren sich im Nebel indianischer Frühgeschichte. Seit Jahren versuchen Archäologen, die Rätsel der Vergangenheit zu entschlüsseln. Sie stoßen auf dunkle Geheimnisse einer versunkenen Kultur, die ihre Macht mit magischen Monumenten demonstrierte. In den unwegsamen Kakteenwäldern von Mittelamerika herrschen Mitte des 2. Jahrtausends kriegerische Indianer, die Azteken. Als sie auf einem ihrer Eroberungszüge das zentrale Hochland Mexikos durchstreifen, machen die Stammesbrüder eine aufsehenerregende Entdeckung. Vor ihren Augen ragt inmitten der grasbewachsenen Landschaft ein künstlicher Berg in den Himmel. Der kolossale Kegel markiert das Zentrum einer verlassenen Siedlung. Eine Geisterstadt von ungeheurem Ausmaß, die ihre Entdecker für den heiligsten Ort des Universums halten. Voller Ehrfurcht nennen ihn die Azteken in ihrer Sprache Teotihuacan. Das bedeutet, die Stadt, an dem Menschen zu Göttern werden. Auch die markanten Monumente erhalten aztekische Namen. An der über 45 Meter breiten Straße der Toten erheben sich im Osten die Sonnenpyramide und im Norden die Mondpyramide. Die Metropole, das zeigt die Rekonstruktion, ist präzise ausgerichtet. Eine Schachbrett-City, die mit rund 20 Quadratkilometern sogar die Fläche des alten Roms überbietet. Die Azteken hatten die größte Kapitale des Altertums, die je in der westlichen Hemisphäre errichtet wurde, aufgespürt und verehrten sie fortan als Platz der Götter. Etwa 800 Jahre zuvor war die Stadt von ihrem Gründervolk verlassen worden. Niemand weiß warum. Die alte Indio-Gesellschaft von Teotihuacan reiht sich ein in die Geschichte vieler Zivilisationen, die Pyramiden bauten. In Afrika, Asien, Europa und Amerika zeugen steile Stufentürme von hochentwickelten Kulturen. Die einen schufen königliche Gräber, die anderen heilige Altäre. Die Kegel dienten also stets einem bestimmten Zweck. Die Bauten von Teotihuacan verraten nicht, warum die geometrischen Körper, umgeben von einem Mantel aus Stein, errichtet wurden. Selbst die Spurensuche nach ihren unbekannten Schöpfern entpuppt sich als schwierig. Denn die antiken Städter hinterließen weder, wie sie hießen, noch welche Sprache sie untereinander benutzten. Es fehlen Zeugnisse darüber, ob das Volk Anführer hatte und ob es eine Schrift kannte. Seit Anfang 1900 tragen Archäologen Material zusammen, das helfen soll, die Fäden der altamerikanischen Geschichte zu entwirren. Bisher analysierten die Forscher mehr als 900.000 Tonscherben. Doch die Ausbeute an Erkenntnissen fiel jahrzehntelang spärlich aus. Jüngste Funde aber enthüllen den Historikern interessante Details über Aufstieg und Niedergang der mysteriösen Metropole. Der Ort war zu Beginn des ersten Jahrtausends ein einsamer Fleck in den nördlichen Ausläufern von Mesoamerika. Die nächsten Nachbarn, mannshohe Kakteen. Doch das unscheinbare Idyll mauserte sich binnen kurzer Zeit zum gewaltigsten Machtzentrum auf dem amerikanischen Kontinent. Das Bauwesen boomte. Und die Einwohnerzahl nahm ständig zu.
Über die plötzliche Expansion kursieren verschiedene Theorien. Eine lautet, das ehemals kleine Dorf profitierte von einer Naturkatastrophe, die andernorts wütete. Im ersten Jahrhundert unserer Zeit erschüttert ein verheerendes Desaster den Süden des heutigen Mexiko. Mehrere Vulkane brechen gleichzeitig aus. Glühende Lava vernichtet den Lebensraum der präkolumbischen Indianer. Wer der Feuersbrunst entkommt, verlässt die Region. Eine Völkerwanderung beginnt. Wie auf ein geheimes Zeichen hin versammeln sich die Überlebenden an einem Treffpunkt, der heute als Teotihuacan bekannt ist. Was gab den Ausschlag, dass die Menschen alle dieselbe Stätte ansteuerten? Das Rätsel beschäftigt uns besonders. Denn die Flüchtlinge hätten ebenso gut in verschiedenen Tälern über die ganze Region verteilt siedeln können. Oder aber sie wären einfach weiter nach Norden gezogen. Doch das geschah nicht. Die Menschen konzentrierten all ihr Tun über Generationen hinweg auf dieses eine Stück Land. Für die magische Anziehungskraft, die den Strom der indianischen Immigranten lenkte, gibt es eine logische Erklärung. Möglicherweise gab es einen charismatischen Führer, der die Flüchtenden leitete und eine neue Weltordnung propagierte, die Harmonie zwischen Mensch und Kosmos versprach. Es muss eine Persönlichkeit gewesen sein, die in Verbindung zu den Himmelsmächten stand und obendrein einen rettenden Plan bot. Der Plan war simpel. Die Neuankömmlinge errichteten aus Lavagestein, dem Material, das ihre Familien begraben und die alte Heimat zerstört hatte, einen Vulkan von Menschenhand. So entstand der erste künstliche Kegel. Die Flüchtlinge offerierten ihre Arbeitskraft als Gegenwert für den Schutz der Götter. Eine clevere Geschäftsidee, die den Grundstein für ein florierendes Kulturzentrum legte. Mit dem Pyramidenboom brach für die Bewohner eine neue Ära an. Während der Bauphase herrschte Optimismus, der dem Glauben an eine Zukunftsvision entsprang. Die Stadt gehörte zu den bedeutendsten von ganz Mesoamerika. Sie bot den Einwanderern ein Zuhause. Der Ort war sehr heilig. Die sakralen Tempel fügen sich in das Landschaftsbild perfekt ein. Städtebaulich ein Meisterwerk. Längst entbehren die Relikte, die heute Tausende von Touristen anlocken, die Pracht früherer Tage, als Teotihuacans Kultstätten noch Zauber versprühten. Damals besaß jede Fassade eine reich verzierte Stuckverkleidung mit aufwendigen Malereien. Nahezu die ganze Stadt erstrahlte leuchtend rot. Die Siedler kamen von nah und fern an den herrlichen Ort, der ähnlich wie Las Vegas, das Taj Mahal oder der Eiffelturm errichtet wurde, um Menschen zu beeindrucken. Teotihuacan wuchs sich zur ersten Supermacht Amerikas aus. Ein Stadtstaat, der mit seiner monumentalen Architektur selbst die Natur übertreffen wollte. Die weithin sichtbare Skyline prägen epochale Denkmäler, die bis ins 20. Jahrhundert zu den höchsten Bauwerken des Doppelkontinents zählten. Im 4. Jahrhundert, als die Stadt ihre Blüte erlebte, gab es weltweit kaum einen Ort, der die Pyramiden-City übertraf. Viele Zivilisationen der Antike waren damals nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das Reich der Pharaonen war zusammengebrochen. Die klassische Griechenkultur längst verschwunden. Und mit der Teilung des Römischen Reiches setzte auch der Untergang des Imperiums ein.
Die altamerikanische Indio-Zivilisation aber trieb im Aufwind. Damals fanden einige der weltweit wichtigsten Ereignisse in Teotihuacan statt. Die Bevölkerungszahl der Metropole wuchs auf rund 200.000 Menschen an. Das aufstrebende Zentrum kontrollierte ein weites Handelsnetz, vom heutigen Arizona bis nach El Salvador. Die riesenhafte City dehnte ihre Macht über ganz Mesoamerika aus. Wir haben Beweise, dass der Bekanntheitsgrad Teotihuacans vom Norden bis in den Süden von Honduras und in die Küstenregionen reichte. Die Mechanismen einer Großstadt funktionieren bis heute nach den gleichen Prinzipien. Das zeigt ein Vergleich mit New York City. Big Apple, wie sie ihre Fans liebevoll nennen, gilt als einer der bedeutendsten Handelsplätze der Welt. Dem wirtschaftlichen Erfolg verdankt die Metropole über 8 Millionen Einwohner. Sie ist die bevölkerungsreichste der USA. Eine ähnliche Magnetwirkung übte seinerzeit auch Teotihuacan aus. Das antike Stadtbild unterscheidet sich zwar von den Glasfassaden der Moderne, dennoch sind die Wolkenkratzer nichts anderes als Pyramiden der Neuzeit, stille Symbole der Macht. Gebäude von schwindelerregender Höhe zu errichten, verlangt allerdings weit mehr als Ehrgeiz. Es erfordert mathematisches Wissen und architektonisches Können. Woher die Schöpfer der sensationellen Steinpaläste in der Frühzeit ihre Fähigkeiten nahmen, scheint ungewiss. Belegt hingegen ist, die damaligen Stadtplaner kannten weder Metallwerkzeuge noch technische Hilfsmittel wie das Rad. Das vermeintlich fehlende Know-how beflügelte Fachleute zu wilden Spekulationen darüber, wer die wahren Bauherren von Teotihuacan waren. Die einen favorisierten die Ägypter. Andere die letzten Stämme Israels. Manche die Phönizier oder Außerirdische. Doch heute vertritt die Mehrzahl der Anthropologen eine andere Meinung. Die Pyramidenstrukturen, die hier entstanden, stammen von den Vorfahren der Menschen, die noch immer hier leben. Die Baukunst der Architekten von Teotihuacan geht wahrscheinlich auf Einflüsse der Ureinwohner von Amerika zurück. Die Präkolumbier entwickelten ein Konstruktions- und Ingenieurwesen, das zu sichtbarem Erfolg führte. In der Sonnenpyramide, ihrem Meisterstück, stecken schätzungsweise über 3 Millionen Tonnen an Baumaterial. Eine enorme Zahl Felsbrocken, die das Indio-Volk einst dem Boden entriss. Die Brüche hinterließen im Erdreich ein verzweigtes Tunnelsystem. Im Umkreis von vielen Kilometern blieb kein Stein auf dem anderen. Und je weiter das Werk voranschritt, desto mehr Füllstoffe wurden benötigt. Die herausgelösten Wacker schleppten die Männer allein unter Aufbietung von Muskelkraft den langen Weg bis zur Baustelle. Ein knochenharter Job. Das Architekturprojekt verzehrte jahrzehntelang Generationen von Arbeitern. Die Fähigkeit, ein derart umfassendes Bauvorhaben zu organisieren und durchzuführen, stellt eine der herausragenden Leistungen der Indios dar. Die Analyse von Zähnen und Knochen, die von Siedlern stammen, die zur Zeit der Stadtgründung lebten, bescheinigen den Pyramidenkonstrukteuren einen guten Gesundheitszustand. Ein Indiz dafür, dass die Einwanderer damals aus freien Stücken mit anpackten. Diese Menschen wurden nicht mit der Peitsche angetrieben. Sie arbeiteten an dem Projekt mit, weil sie als Bürger der Stadt Verantwortung dafür trugen. So gesehen war die Pyramide ihre eigene Konstruktion.
Wenn aber die Stufenbauten, auf denen heute Besucherströme auf- und abpilgern, freie Bürger errichteten, liegt die Vermutung nahe, dass ein zentrales Organ die Geschicke der Gemeinschaft lenkte. Ob es einen Häuptling, einen König oder einen Ältestenrat gab, ist nicht überliefert. Insignien oder Grabmäler, die unter den stummen Steinzeugen ruhen, könnten darüber Aufschluss geben. Doch trotz intensiver Spurensuche blieben die Archäologen dem Beweis bislang schuldig. Wir fanden im Verlauf der Untersuchungen nichts, was auf einen Herrscher schließen lässt. Eindeutige Machtsymbole gab es vielleicht nicht. In anderen Kulturen verehrten die Untertanen ihre Regenten öffentlich. So huldigten die Ägypter ihren Oberhäuptern mit Pyramiden. Und die Maya ritzten die Erfolge ihrer Könige in steinerne Stelen. Die Römer glorifizierten ihre Kaiser als gemeißelte Gottheiten. Und die Amerikaner zollen ihren Präsidenten mit Denkmälern Respekt. In Teotihuacan hofft Saburo Sugiyama nun, im Bauch der Bauwerke mehr über die Herrschaftsstrukturen der alten Gesellschaft herauszufinden. Der Archäologe dringt mit seinen Mitarbeitern ins Innere des zweitgrößten Kegelbaus, der Mondpyramide, vor. Ein gefährliches Unterfangen, denn die frisch gegrabenen Schächte können leicht einstürzen. Am Ende eines schmalen Ganges trifft Sugiyama unerwartet auf fremdartiges Mauerwerk. Ob sich dahinter eine Grabkammer verbirgt, klärt sich rasch. Die Wand gehört zur Fassade einer älteren Pyramide. Die Entdeckung weckt den Forscherdrang. Unermüdlich wühlen sich die Ausgräber immer tiefer in den künstlichen Berg hinein. Die Mühen des Expertenteams werden auch gleich mit einer Serie bedeutsamer Funde entlohnt. Wir haben insgesamt 7 Pyramiden aufgespürt. Die Mondpyramide besteht also aus 8 Konstruktionen, die aufeinander getürmt wurden. Für Professor Sugiyama steckt hinter dem Bauprinzip ein plausibler Grund. Da die Monumente für ihre Schöpfer Wohlstand und Macht symbolisierten, wuchs die Pyramidenstruktur entsprechend des Erfolgs ihrer Kultur und dem Ansehen ihrer Anführer. Obwohl sich der Wunsch des Japaners, eine Königsgruft zu enthüllen, nicht erfüllte, hält er am Gelingen seiner Mission fest. Aber vielleicht verfolgten die Teotihuacanos seinerzeit, als sie ihren Baustil entwickelten, andere Ziele als Begräbnisstätten zu errichten. Ziele, die womöglich religiöse Hintergründe hatten. Unter der höchsten Pyramide der Stadt, die ihren Namen zu Ehren der Sonne trägt, verbirgt sich etwas Besonderes. Eine Höhle. Sie führt von ihrem Eingang aus gut 100 Meter mitten ins Herz des Prachtbaus hinein. Die alten Indios müssen den Tunnel früher benutzt haben, denn sie verstärkten die Wände. Die unterirdische Passage galt ihren Schöpfern vermutlich als heiliger Ort. Jener Ort, an dem, gemäß des Glaubens, die Welt erschaffen wurde und der den Menschen eine Verbindung zur Unterwelt bot. Eine Stätte für kultische Bräuche. Wenn das mystische Gewölbe für das Volk eine so große Bedeutung hatte, war der Kegel darüber vielleicht nur als Schutz gedacht. Die Vermessungsarbeiten bringen jedoch eine komplexere Beziehung zwischen dem Geheimgang und seinem Überbau ans Licht. Der Schacht erstreckt sich in Ost-West-Richtung. Dieselbe Achse, die auch der pyramidalen Konstruktion oberhalb zugrunde liegt. Ein Zufall? Oder liegt in der Übereinstimmung der entscheidende Hinweis, der das Rätsel um den Sonnentempel lösen kann? Die Vorderseite des Bauwerks zeigt einem überdimensionalen Wegweiser gleich auf einen Punkt am Horizont.
Dort erscheint einmal im Jahr eine einzigartige Sternenkonstellation, die Plejaden. Die antike Hochkultur wusste bereits, das astronomische Ereignis signalisiert den geeigneten Zeitpunkt für die Aussaat. Ein wichtiger Faktor, um gute Erträge zu erzielen, die schließlich ihr Wohlergehen sicherten. Die Beobachtung des Sternenhimmels mit Hilfe der geometrischen Körper bildet ein Kalendersystem. Die Sonnenpyramide war eine Art Wecker, der die jahreszeitlichen Abläufe ankündigte, ohne dass man warten muss, bis sich die Blätter verfärben oder der erste Krokus blüht. Die akkurate Ausrichtung der Kulthäuser nach den Gestirnen zählt zu den großartigen Leistungen der Präkolumbier. Sie meisterten es ohne Bulldozer, Computer, Rechenschieber oder Taschenrechner. Ihre Fähigkeiten beruhen auf Langzeitbeobachtungen. Wie die alten Indianer ihr astronomisches Wissen erwarben, weiß niemand genau. Vielleicht verdanken sie ihre Kenntnisse einer Einzelperson. Einem Sternenkundler, der das Schicksal einer ganzen Zivilisation in die Hand nahm. Forscher glauben, dass ein Astronom bei Sonnenuntergang zwei hölzerne Stäbe nach der Bahn des Zentralgestirns ausrichtete. Die Linie zwischen beiden Markierungen definierte die zentrale Achse der Pyramidenstadt. Wir realisieren heute kaum, was man mit Augenmaß, den Händen, einer Schnur und Stöcken leisten kann. Bei der Positionierung der Tempelbauten, der Straßen und der einfachen Gebäude folgten die mesoamerikanischen Baumeister fortan dem einmal festgelegten Schema. Auch als die Stadt weit über das Zentrum hinaus anwuchs. In der strikten Einhaltung der astronomischen Vorgaben sehen einige Wissenschaftler die ursprüngliche Intention der Gründer von Teotihuacan. Die Absicht, einen Ort zu erschaffen, der durch seine Ausrichtung nach den Sternen mit dem Kosmos in direkter Verbindung stand. Eine Wohn- und Tempelstadt als perfektes Spiegelbild des Universums, den Bahnen der eigenen Götter nachempfunden. Was mit der Beobachtung von Himmelsphänomenen begann, entwickelte sich zu Ritualen und gipfelte schließlich in Religion. Auf den Kegelbauten thronten hoch oben einst Tempel, sakrale Stätten, wo Priester die Himmelswesen um Regen und Fruchtbarkeit anriefen. Die Prediger brachten ihre heiligsten Opfergaben dar, Saatgut und Wasser, Symbole dafür, was sie von den Göttern erhofften. Waren die Schutzmächte gnädig gestimmt, spendeten sie der Pyramidenstadt den ersehnten Niederschlag. Allem Anschein nach strebte die religiöse Gemeinschaft von Teotihuacan nach Harmonie und Frieden. Mehr als 1000 Jahre später zieht die antike City eine neue Gemeinschaft in Bann, die New Age-Anhänger. Menschen aus aller Welt strömen jedes Jahr zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling auf die Sonnenpyramide. Die Pilger halten ihr Gesicht dem aufgehenden Lichtgestirn entgegen, um angeblich die Heilkraft des Monuments zu empfangen. Wenn die Megametropole einst von friedliebenden Schöpfern errichtet wurde, müssten auch die Behausungen ihrer einfachen Bürger davon Zeugnis ablegen. Die Überreste der altertümlichen Häuser aufzuspüren, ist eine echte Herausforderung, der sich die Archäologen Ian Robertson und Louis Barber stellen. Ihr Vorhaben gestaltet sich schwierig. Der größte Teil der antiken Stadt liegt noch im Boden vergraben. Und über den verschütteten Ruinen erheben sich heute 5 moderne Pueblos. Die Ortschaften bieten ein verwirrendes Netz an schmalen Straßen. Sogar mit dem Satellitennavigationssystem GPS bleibt das Verirren nicht aus.
There it is. You click on that. It's up there somewhere. Yes. This area looks pretty eroded, doesn't it? Der staubige Zielort scheint auf den ersten Blick wenig erfolgversprechend. Aber die wissenschaftlichen Fahnder lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Dennoch endet die Suche der Experten, wie so oft, in einer Sackgasse. Die Artefakte liegen häufig verdeckt unter Straßen, Wänden und Gebäuden, für die Forscher nahezu unauffindbar. Trotz erschwerter Umstände haben die Archäologen insgesamt 2000 Steingebäude lokalisieren und ausgraben können. Zu einer Zeit, als die meisten Menschen noch in strohgedeckten Hütten hausten, residierten die präkolumbischen Bürger bereits in einstöckigen Apartments aus Stein. Die Wohnungen blieben nicht nur den Reichen vorbehalten. Teotihuacan war wohl die einzige Metropole der alten Welt, die derartige Häuser für das gemeine Volk bot. Diese Wohnung gehörte vermutlich einer einfachen Familie. Möglicherweise befand sich das Schlafzimmer hier. Wofür dieser Raum diente, wissen wir nicht. Die Indizien, die Linda Manzanilla und ihre Kollegen in den Wohnhäusern entdeckten, unterstützen die Theorie, dass die Menschen im friedlichen Miteinander lebten. Die verbliebenen Fragmente der Wandgemälde, die damals selbst kleinste Parzellen schmückten, geben der Archäologin Einblick in den Alltag der Bewohner. Es handelt sich um eine Person, die als Jaguar gekleidet ist. Den Kopfschmuck zieren Federn. Der kniende Mann hält eine Art Rassel in der Hand und bewegt sich in etwa so. Wie man sieht, geht er zum Tempel hinauf, einem Gebäude, das besonders geschmückt ist mit Federn und Wandverzierungen. Die privaten Rituale liefen vermutlich so ab. Es existieren auch Zeichnungen von Konflikten und Tod. Doch die Mehrzahl der Abbildungen zeigen Naturdarstellungen. Berge, Bäume, Blumen. Ein Idyll voller rätselhafter Figuren. Spiegeln die Malereien das Paradies? Oder lebten die alten Indios tatsächlich in einem Garten Eden? Als die Ausgräber ihre Untersuchungen in den heiligen Tempelbauten fortsetzten, offenbaren die Ruinen neue Beweise. In der Mondpyramide stieß Professor Sugiyama auf einen erschreckenden Fund. Skelette, geköpft, die Arme zusammengebunden. Die menschlichen Überbleibsel deuten auf eine grauenerregende Gewalttat hin. Die dramatische Entdeckung passt nicht in das Bild, das die Historiker bislang zeichneten. Die Experten versprechen sich von der Laborauswertung genauere Ergebnisse. Mithilfe der Knochenanalyse will der Anthropologe Michael Spence den Verstorbenen ihre Geschichte entlocken. Vor allem, wie sie zu Tode kamen. Einkerbungen, Abrieb, Größe und Form der Gebeine verraten dem Experten wichtige Fakten. Augenfällig ist, die Knochen sind in einem schlechten Zustand. Die Bewohner von Teotihuacan mumifizierten ihre Toten nicht. Die schädellosen Skelette verfielen fast vollständig zu Staub. Doch ein Knochengerüst blieb vollständig erhalten. Dr. Spence nennt es 6a. Wir wissen aufgrund verschiedener Eigenschaften der Knochen, dass 6a männlich ist. Als der Forscher den zerstörten Schädel zusammensetzt, zeigt sich in der Mitte ein klaffendes Loch. Es belegt zweifelsfrei, dass der Mann eines gewaltsamen Todes starb. Anhand der Frakturen lassen sich die letzten qualvollen Minuten seines Lebens rekonstruieren. Die Hände auf dem Rücken gefesselt, wurde 6a erschlagen. In der Mythologie von Mesoamerika verlangten die Götter nach Nahrung.
Und es war das Schicksal der Menschen, die Himmelsmächte zufriedenzustellen. Mit diesem Fund wissen wir jetzt, dass Teotihuacan nicht etwa ein friedvoller Ort war, wie wir ursprünglich annahmen. Wir glauben heute, dass dort viele Kämpfe stattfanden. Und die Menschen, die geopfert wurden, waren Kriegsgefangene, die aus den unzähligen Auseinandersetzungen stammten. Die Teotihuacanos besänftigten ihre Götter offensichtlich mit dem Blut der Besiegten. Damit nimmt auch die rote Farbe, die in der Kapitale einst dominierte, eine neue Bedeutung an. Die rituellen Handlungen waren vermutlich der Garant für das Funktionieren des Stadtstaates. Doch auf dem kulturellen Gipfel schien das Blutopfer seine Wirkung zu verfehlen. Über 5 Jahrhunderte lag die größte mesoamerikanische Metropole im Aufwärtstrend. Im 6. Jahrhundert aber brach das Gefüge in sich zusammen. Und die Städter gaben das mächtigste Zentrum ihres Kulturkreises auf. Ein Rätsel der Weltgeschichte, dass die Menschen, die Jahrhunderte später durch die verwaisten Ruinen wandelten, lange Zeit in Atem hielt. Schließlich stand Teotihuacan der Reichtum eines ganzen Kontinents zur Verfügung. Es ist schwer vorstellbar, dass Wohlstand zum Niedergang einer blühenden Stadt führen kann. Als würden heute die Bürger von New York City plötzlich ihrer Heimat den Rücken kehren und die Wolkenkratzer dem Verfall preisgeben. Wenn die Straßenschluchten schließlich leergefegt wären, kündeten nur noch Legenden von der einst quirligen Großstadt. Doch nicht die überdimensionalen Bauten, sondern außerordentlich kleine Beweisstücke lieferten den Anthropologen schließlich den Schlüsselhinweis, warum die Pyramiden-City unterging. Zähne. Es wurden schon Theorien über den Zusammenbruch einer Zivilisation verworfen, nur weil sie mit den Zahnanalysen nicht übereinstimmten. Zähne geben einen hervorragenden Einblick in die Gesundheit ihrer Besitzer. Übersetzt heißt das, ein gesundes Gebiss lässt auf einen gesunden Träger schließen. Doch in Teotihuacan belegen die Fundstücke das Gegenteil. In der späten Stadtgeschichte war es um die Gesundheit der Bürger nicht gut bestellt. Ein Alarmsignal, das vermutlich das Ende einer Kette von Ursachen markiert. Die Pyramiden erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass der Ort immer mehr Menschen anzog, um am Wohlstand teilzuhaben. Überbevölkerung war die Folge. Eingeschleppte Krankheiten breiteten sich aus. Die Nahrungsmittel wurden knapp und das Trinkwasser reichte nicht mehr aus. Es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Eine davon, Ausfälle in der Nahrungsmittelversorgung. Eine zweite, Verschmutzung der Wasserressourcen. Ich glaube, dass in einer so riesigen Stadt Unrat und Exkremente die Abwässerkanäle zum Überlaufen brachten. Es war einfach keine saubere Stadt. Die Pyramiden hatten zu großen Erfolg. Spannungen innerhalb der Bevölkerung waren nur eine Frage der Zeit. Die Stadt und ihre Kultur befanden sich am Scheideweg. Der massive Gebäudekomplex beherbergte seinerzeit eine ständige Armee. Ein Zeichen dafür, dass sich die Führer nicht mehr sicher fühlten vor einem Übergriff von außen oder von den eigenen Untertanen. Es fand vermutlich eine Spaltung zwischen Armen und Reichen statt. Die zentrale Allee der City wurde zum Sperrbezirk.
Die Straße der Toten verblieb in der Hand der Oberschicht. Ein weiteres Desaster nahte, das weder Blutopfer noch das kosmische Bündnis von Teotihuacan abhalten konnte. Eine Dürrekatastrophe. Der Regen blieb aus. Die Priester schritten zum Äußersten und opferten Babys, um mit ihren Schreien den Regengott zu erweichen, doch noch die Himmelsschleusen zu öffnen. Sicherlich fragten sich die Leute in der Not, warum sie von ihren Göttern im Stich gelassen wurden. Die Menschen zogen wohl die Priester zur Verantwortung, weil sie ihren Aufgaben nicht mehr nachkamen. Die Historiker glaubten anfangs, die Stadt sei in sich zusammengebrochen, dann eingenommen und zerstört worden. Doch es gab keine Großmacht in der Region, die dazu fähig gewesen wäre. Die Megacity muss sich selbst zerstört haben. Einst gegründet aus Angst vor lavaspeienden Vulkanen, wurde der Ort ironischerweise durch Feuer vernichtet. Noch 15 Jahrhunderte später zeugen sichtbare Spuren auf den Wänden der Pyramiden und Tempel von einem großen Feuer, das vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Die Flammen müssen so heiß gewesen sein, dass sie sich in den Stein fraßen. Die Menschen zerstörten die Tempel, indem sie sie niederbrannten. Das Zündeln könnte ein spontaner Akt gewesen sein, während einer rituellen Feier, einer Opferhandlung für den ausstehenden Regen. Einer Theorie nach entfachten die Bürger eine Revolte. Die aufgebrachte Meute zog durch die Straßen und brannte alle Symbole des einstigen Ruhms nieder. Die Aufständischen glaubten, ihr Elend ginge von den Pyramiden aus. Also zerstörten sie das, was sie nicht vor Hunger und Elend bewahrt hatte, die Zeremonialstätten. Die Situation eskalierte zusehends, bis schließlich das Zentrum lichterloh in Flammen stand. Es gibt einen zwingenden Grund, der die Annahme eines aufrührerischen Aufstands unterstützt. In den Wohnkomplexen der Arbeiter finden sich kaum vergleichbare Brandspuren. Die aufgebrachten Städter konzentrierten ihre Aktionen auf die Heiligtümer. Eine zweite Theorie geht von einer ganz anderen Idee aus. Die Wissenschaftler entdeckten in den Ruinen der Tempel Beweise von aufgeschichteten Holzhaufen. Sie scheinen eher Reste eines Freudenfeuers darzustellen, nicht die eines Krawalls. Die Brandherde waren vermutlich von langer Hand vorbereitet. Die ruhmreichen Tage von Teotihuacan waren vorbei. Das Projekt erledigt, das System funktionierte nicht mehr. Die Herrschaftssitze, die sakrale Macht und die heilige Straße der Toten mussten ein Ende finden. Das Volk ließ die Opferstätten auf den Pyramidengipfeln in Flammen aufgehen. Sie zerschlugen die Bildnisse ihrer Götter. Die Priester durchtrennten für immer das Band zwischen der Stadt und dem Kosmos. Wie einst die schwelenden Vulkane loderten nun die Tempel auf den künstlichen Kegeln als letzte Botschaft für die Himmelsmächte. Teotihuacan hatte seine heilige Bedeutung verloren. Im Laufe der Zeit verließen die Einwohner den zerstörten Ort. Die Kultur dominierte fast ein Jahrtausend den amerikanischen Kontinent. Und dann verschwand sie. Sie regierte einen zentralen Schauplatz der Weltgeschichte. Als sie zerbrach, hinterließ sie uns ihr Vermächtnis, das wir heute betrachten können. Doch selbst nach ihrem Fall blieb die City auf dem Erdteil noch geraume Zeit einflussreich.
Das vermeintlich friedfertige Volk war vielleicht die ursprüngliche Quelle für die Blutrituale nachfolgender Indiokulturen. Zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas aber versammelten sich in Teotihuacan Siedler, um gemeinsam in einer Großstadt zu leben und zu wirken. Ein grandioses Experiment, das über Jahrhunderte gelang. Eine blühende Stätte, die von Harmonie und Ordnung erfüllt war. Die Menschen lebten ein Wunschbild und riefen dafür die Götter. Es gab Opferungen und es gab auch Krieg. Doch das stand nicht im Mittelpunkt ihres Glaubens. Die Wissenschaftler wissen bis heute nicht, wie sich die alten Indios nannten, welche Sprache sie sprachen und wo sie ihre Anführer bestatteten. Alles, was blieb, sind Millionen von Steinen. Kolossale Monumente einer Metropole, die Menschen schufen, die nahezu spurlos im Dunkel der Geschichte verschwanden.